That's not being a pragmatic futurist. Yay! Also herzlich willkommen zu diesem Zoom-Dingerling, sag ich mal. Zoom-Schwackerlacker. Zoom-Schwackerlacker. Mit Mr. Graham Crosskill. Hey, hey. Und mir. Und wir haben heute das Thema Pragmatic Futurist. Ja, wie man das auf Deutsch übersetzt, weiß ich nicht. Also pragmatischer Zukünftler, nö, weniger. Also wir bleiben bei Pragmatic Futurist. Und mit dem Untertitel, ja, was ist denn der nochmal? Und zwar, wie war der nochmal? Dein Reichtum, der in der Zukunft auf dich wartet oder so irgendwie? Ich merke mal meine eigenen Titel nicht mehr. Der war so cool, wie ich mir den überlegt habe. So, auf jeden Fall geht es hier um Kreieren. Und der Graham und ich haben irgendwann einmal dieses Gespräch begonnen über die Zukunft und was damit alles möglich ist und auf welche Weise man für und mit der Zukunft kreieren kann, das auf eine ganz andere Möglichkeit, also ganz andere Weise ist, als wir in dieser Realität gelernt haben. Und aus diesem Gespräch ist Pragmatic Futurist entstanden. So, I just want to start by asking you, Graham. So, you know, I just talked about the conversation we had about pragmatic futurist and what that is. So, can I just ask you, what is that for you? So, ich habe ihn gerade gefragt, was ist denn das für dich? Weil wir haben so viele Gespräche gehabt und wenn wir drüber reden, haben wir so immer einen Spaß. Und weil wir zwei beide nie was ernst nehmen. I just said that we usually have a lot of fun and we don't take anything serious. So can you just give us a little thing of what is pragmatic futurist for you? Yeah, thank you, Susanna. it's like, how do you really answer that question? Wie soll ich diese Frage beantworten? So, you know, it changes every day and it changes. Es verändert sich jeden Tag. Yeah, it changes because it's this continuous, fine-tuned choice to, yeah. So es ändert sich jeden Tag und es ist diese feine Wahl. That allows you to see your choice in the 10 seconds you're in. Und das erlaubt dir, diese Wahl zu sehen in den 10 Sekunden, in denen du dich jetzt befindest. And have the awareness of if that's what you want to actually create or not in the future. Und dann das Gewahrsein zu haben, ob das wirklich genau das ist, was du in deiner Zukunft kreieren möchtest. And today we're talking about the riches, the wealth, the future wealth. Also heute sprechen wir ja so über den Reichtum, der auf dich wartet. And also Sprachenverwirrung und so was mir immer auffällt, wenn es darum geht, die Zukunft zu kreieren, also vor allem was Geld betrifft. Jetzt höre ich mich doppelt. There's two of you. Das sind you zwei are from the future. Ja, einer, das sind zwei von mir jetzt dabei, einer jetzt und einer in der Zukunft. Wie geil. Talk about riches, sprich über Reichtum. So, jetzt geht's wieder. So, was mir immer auffällt, wenn es darum geht, den Reichtum zu kreieren, also Zukunftsreichtum, ist, dass so viele Menschen so eine fixe Anzahl haben. Ist alles in Ordnung? Irgendwer teilt gerade seinen Screen mit uns, gell? Oder? Ooh, whose screen is that? Future Screen, Zukunfts. Can you show us the stock market in like a month's time? Kannst du uns vielleicht die Aktien zeigen und wie sie sich in der Zukunft ihren, okay, Options, Original Size, Exit Full Screen, I don't know what's going on. Whose computer is this? Wessen Computer ist denn das? Was ist denn da gerade los? Erwin Wagner, Franz Garrel, schön. Sie sehen den Bildschirm von Lilith, Steiskal Gall. Im Zweifel schmeißt sie einfach raus. Okay. Meistens aus dem Zoom, wenn es ein Notfall ist. Doris? Ja, bei mir ist auch schräg alles da. Da bin ich ein. Huh.
Okay. Let's carry on. Super, ja, okay. So, ich spreche einfach mal weiter und ihr könnt mal euch üben im Ignorieren von Dingen, die vor euch seht. So. Hört sie mich gut? It's like okay. Talking about the future and technology literally cannot keep up with it. Wir sprechen über die Zukunft und wir kommen wortwörtlich nicht mit. So, ja, so was mir immer auffällt, wenn es um die Zukunft geht. It's yeah, we know. It's okay. We just said we're gonna ignore it and keep on talking. Cool. Okay. Cool. Was mir immer auffällt, wenn es um die Zukunft geht und vor allem Geld, ist, dass viele Menschen so ein Resultat nachrennen. So a lot of I'm just talking about like if you want to create your future wealth, most people are trying to run after results. Also viele Menschen denken, okay, jetzt muss ich einen Reichtum kreieren, eine gewisse Geldmenge und also da geht es oft um ein Resultat. Ja, so kennst du das von irgendwoher? Wie viele von euch, wenn es um Zukunft geht und um Zukunftsreichtum, denkt ihr euch, okay, ich muss eine gewisse Menge Geld kreieren und das muss auf eine gewisse Weise ausschauen und ich muss jetzt die Schritte finden, um dorthin zu kommen. Ist euch das irgendwo bekannt? Ja. So, alles, was das ist für euch, ja, überall, wo ihr glaubt, Geld zu kreieren, für die Zukunft oder in der Zukunft bedeutet, einem gewissen Resultat nachzulaufen, werdet ihr das bitte zerstören und kreieren. Ja. Right, wrong, good, bad, pop, fuck, all the insurance boys. Yeah. So I just said that most people have the point of view that they have to run after the result and that creating the future means creating a certain result. And I just ask if they're familiar with that. So yeah, Graham. Yeah, I was going to say, going back to also that question you asked, it's knowing without a definition, knowing energetically what you would like your life to be and following that energy, not this reality. So, was der Graham gerade vorschlägt, ist, okay, anstatt dem Resultat nachzulaufen, ja, so das ist jetzt ein bisschen fortgeschritten, ja, aber so würdet ihr mal erlauben, alles beiseite zu schieben, was ihr bisher gelernt habt über Reichtum und Geld zu kreieren, nur für diesen Hangout, dann könnt ihr euch das alles wieder herholen. So, was der Graham gerade vorschlägt, ist, Reichtum und Zukunft zu kreieren, indem du dir bewusst wirst, wie spürt sich denn das an? Wie ist die Energie davon, den Reichtum zu haben, den ich haben möchte? Und dann eben dieser Energie immer zu folgen. So, and I know you already get what I'm talking about. You're so transliterate. I love it. I'm trans-Saskia-rate. Oh, you're trans-Saskia. I like it. That's even better. So, wie ist die, okay, so wenn euch mal die Energie gibt von dem, machen wir mal ein Experiment, okay? So, gibt ihr mal die Energie von 1 Euro, ja? Wie spürt sich das an? Und jetzt gibt ihr mal die Energie von 1 Million Euro. Ist das unterschiedlich? Ja, sicher. Schon, oder? Bisschen andere Energie, ne? Leicht, aber. So, wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte in meiner Zukunft mehr als 1 Euro haben, was müsstest du willig sein zu sein, um diese Energie in dein Leben einzuladen? Müsstest du etwas anderes sein, um 1 Million einzuladen, als 1 Euro? Schon, oder? So überall, wo du bis jetzt dein Leben so klein gemacht hast, dass du eine begrenzte Menge Geld einladen und kreieren kannst, anstatt das, was du wahrhaftig fähig bist zu kreieren, wirst du das bitte zerstören und kreieren. Ja. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all the insurance boys and beyond. Oder habe ich mit Poppen, Potten, Pocker, wie geil ist das? So, die Sache ist mit Fokus, ja, also eine Resultat im Hinterkopf zu haben, wie das ausschauen soll, was du in der Zukunft kennen möchtest, wie sehr macht ihr totalen Fokus auf Geld und wahnsinnige Bedeutung drauf? Und wie war das bis jetzt in deinem Leben,
mit den Lebensbereichen, wo du gesagt hast, das muss ich unbedingt haben. Oder mit Menschen, den muss ich unbedingt haben, der ist fashion, den muss ich unbedingt haben oder die muss ich unbedingt haben. So, wie ist das bis jetzt in eurem Leben gelaufen? Wird Menschen oder Dinge signifikant, also bedeutungsvoll gemacht habt? Gut, weniger gut, erfolgreich, ja? So, oft ist es so, wenn man Dinge bedeutungsvoll macht, also signifikant, Menschen, Dinge, die man erreichen muss, dann macht man Fokus drauf, anstatt dass das Gewahrsein viel, viel, viel Raum einnehmen kann. Das heißt, alles, was für dich wichtig und bedeutungsvoll ist, das muss ich haben und das muss jetzt klappen und das muss ich jetzt, das muss. Diese Energie von bedeutungsvoll, das macht so, dass du ständig Laserfokus, also vor dir fokussieren musst, wie du dorthin kommst, um das endlich zu erreichen, anstatt dieses große Gewahrsein zu haben, was sind die Möglichkeiten, Universum, dass ich den Reichtum kreiere, an den ich mich gerne gewöhnen möchte. Andere Energie? Ja? Spürst du den Unterschied zwischen, ich muss jetzt mehr Geld kreieren, da muss jetzt mehr Geld her, oder, okay, Universum, was sind die Möglichkeiten, dass ich den Reichtum kreiere, an den ich mich gerne gewöhnen möchte? Ja, so alle Bedeutung, alle Signifikanz, die ihr Geld gegenüber habt, werdet ihr das bitte zerstören und kreieren. Ja. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shorts, boys and beyonds. Und alle Signifikanz, die ihr von der ganzen Welt nachahmt, was Geld und Finanzen betrifft, die eure finanzielle Realität kleiner macht, werdet ihr das bitte zerstören und kreieren. Right, wrong, good, bad, fort, fuck, all nine shirts, boys and beyonds. So, Graham, are you getting trans Saskia? Yes. And trans cool. Energy. Yeah. And trans energy. Yeah. It's, so, and, go. Yeah. As it's, you know, we've also been brought up to, and I think one of the big players in our time that has created a lot of this was the Secret, the video. Also er sagt, er glaubt, dass diese Art von Kreieren in unserer Welt sehr viel daherkommt von diesem Film The Secret. Ich glaube, das heißt doch so auf Deutsch, das Geheimnis. Mhm. Yeah, and that sort of gave us this thing where we have to be very specific. Und das hat uns diese Energie verzapft, dass wir sehr spezifisch sein müssen beim Kreieren. And the problem with that is you can only be specific according to the past. Und das Problem damit ist, du kannst nur spezifisch sein, was die Vergangenheit betrifft. Yeah, where your future is unknown. Und wo deine Zukunft einfach unbekannt ist. So again, it's an energetic awareness, not a specific focus or a specific request. So, es geht hier um das energetische Gewahrsein, das du hast über deine Zukunft und nicht um einen spezifischen Wunsch, den du hast. I love that conversation, like the difference between energetic awareness and specific request. So dieser, ich mag das, was er gesagt hat mit diesem energetischen Gewahrsein, oh, wie würde ich gerne meine Zukunft haben? Welche Zukunft möchte ich gerne kreieren, an die ich mich gerne gewöhnen möchte? Und dann spürst du mal die Energie davon und dann dieses, boah, ich möchte gern einen roten Ferrari haben mit gelben Sitzen und roten Punkten drauf. So, ist da ein Unterschied zwischen den beiden? So, was ist kleiner und was ist größer? Wo hat das Universum mehr Möglichkeiten, dir beizutragen? Und wo hat das Universum weniger große Möglichkeiten, dir beizutragen? Und was kreiert wirklich die Zukunft, die du gerne hättest? Und pragmatisch, go, you go. Sorry, the cool thing is, energetic intelligence is innate, where intelligence Hold on. Is learned. Okay, so energetische Intelligenz ist innate, Saskia, drinnen. Ja, angeboren, oder? Angeboren, danke. Also energetische Intelligenz ist angeboren. And the second part? And intelligence is learned. Und Intelligenz ist gelernt. So when it comes to creating wealth in your future, we've also got to get out of the lie that you need to be intelligent. So
Und die Lüge, die man oft abkauft, ist, um seine Zukunft zu kreieren, muss man intelligent sein. So alles, was das ist, überall, wo ihr abgekauft habt, das um eure Zukunft zu kreieren, müsst ihr intelligent sein, müsst ihr einen Titel haben, müsst ihr eine Ausbildung haben. Werdet ihr das bitte zerstören und kreieren mal Gottzillionen. Bei Gottzillionen. Right, wrong, good, bad, pop, pop, all nine shots, wo sind wir uns? Ja. Yeah, it's interesting that the beautiful thing about I call it energetic intelligence, basically knowing. Also ich nenne es energetische Intelligenz, mit anderen Worten Wissen. Is that you can empower it. Du kannst es ermächtigen. And where intelligence again is requiring value. Und Intelligenz verlangt von dir ständig bestätigt zu werden, als hätte das einen Wert. And that puts you back into result. Und da hast du keine andere Wahl, als ständig ans Resultat zu denken. So, what is possible when you look at creating your future and wealth energetically rather than intelligently? So, was ist möglich, wenn du deine Zukunft kreierst von der Energie her, anstatt von deiner Intelligenz? Ja, so überall, wo du versuchst, deine Energie, deine Zukunft zu kreieren, von der Intelligenz her, von der Logik her, anstatt von deinem Wissen, von deiner energetischen Wahrnehmung, wirst du das bitte zerstören und kreieren, mal Gottzillionen. Right, wrong, good, bad, pop, pop, all nine shots, boys, and the kind of the, so like the purpose of bringing that up is to stop it from being outside of you. Also das Sinn des Ganzen, das Ganze überhaupt anzusprechen, ist, dass es nicht darum geht, dass es alles außerhalb von dir ist. Yeah, and to know that it doesn't matter who you are, where you are, what you are, or however you've been brought up, you have a knowing to create your future and your wealth. Und die Sache ist, es spielt keine Rolle, wo du herkommst, was deine Erziehung war, wo du herkommst, was du warst, wer du bist. Du hast ein Wissen, du weißt, was deine Zukunft ist und was du kreieren möchtest. Alles, was das nicht erlaubt, überall, wo ihr euch einbildet, nein, ich habe keine Ahnung, was ich will, ich habe die Ausbildung nicht dazu, ich habe die Erziehung nicht, mein Elternhaus war nicht dementsprechend. Alle Rechtfertigungen, die ihr habt, die euch davon abhalten, eure Zukunft zu kreieren und Klarheit darüber zu haben, welche Zukunft ihr kreieren wollt, werdet ihr das bitte mal Gottzillionen zerstören und kreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shirts, boys and beyonds. And it's interesting, because if you see a lot of inventions that have... Also wenn du dir die ganzen Erfindungen anschaust, that have done extremely well globally, die weltweit sehr groß sind, like what's it, those yellow pieces of paper, what are the paper notes, sticky Post-its. Notes, Post-its, Post-its, so wie Post-its zum Beispiel, ja, solche Erfindungen, Post-its, Glue, all these Klebstoff, kind of things, alle diese Dinge. Have been made by accident. Die sind von einem, so zufällig sind die entstanden und kreiert worden. Not one of them was focused or on purpose. Keiner von denen war absichtlich kreiert oder haben irgendwie so, dass es sich überlegt worden ist. Wow, I didn't know that. Yeah. So yeah. How many of you would be willing to fail your way to future wealth? So, wow, there are a lot of kids here. So, wie viele von euch sind willig zu versagen am Weg zum zukünftigen Erfolg? I think Magst even du meine Übersetzung, Tatke? I think even the toothpick and the match was created by accident. Ich glaube sogar, dass der Dingerling da, den man da in den Zähnen hat, Streichholz und der Zähne... Picker, wie heißt denn das auf Deutsch? Der Zähne, wie heißt diese Dinge? Zahnstocher! Das verwende ich jeden Tag, deswegen weiß ich, wie es heißt, nicht. So, der Zahnstocher und das Streichholz, sagt der Dr. Graham, dass die auch
zufällig entstanden sind. Das ist ja, schau, das wusste ich nicht. Habt ihr das gewusst? Na. Und das sind die Dinge, die man jeden Tag verwendet und die ganze Welt kennt davon. I didn't know that. I'm just like, wow. The German, das ist was Deutsche nicht wissen. Ha? Da braucht man halt dann diesen Südafrikaner, der uns erzählt. Da kommt der Mann daher aus dem Südafrika eben. Und der erzählt uns. So we just said like, we didn't know that. Now we need a man from South Africa to tell us these things. Yeah. Maybe South Africans were made by accident. Vielleicht sind Südafrikaner auch zufällig entstanden. I was certainly as surprised to my mom and dad. Let's just say that. Ich war auf jeden Fall eine Überraschung für meine Mutter und meinen Vater. Oh, wie geil. That's not being a pragmatic futurist, by the way, when you accidentally have children. Das ist übrigens nicht ein pragmatischer Zukünftler zu sein, ein pragmatic futurist zu sein, wenn die Kinder einfach passieren. Wenn man überrascht wird von seinen eigenen Kindern. But you can make it a pragmatic futurist. Also man kann daraus einen pragmatic futurist machen. Once the kids are here, wenn die Kinder dann da sind. So say more about that's really interesting, the creations that have been created by accident, like the toothpick and the post-its and all that are so globally, everybody knows about them. So sag uns, erzähl mehr darüber, über diese Kreationen, die zufällig entstanden sind, ohne Absicht, dieses Dingerling für die Zähne, Post-its, Streichhölzer, die jeder kennt und die auch weltweit verbreitet sind. So what's possible with that, Graham? Well, it's following the energy. It's not following the focus. Also es geht darum, der Energie zu folgen und nicht dem Fokus zu folgen. And so what's the difference? What do you mean with that? Was meinst du damit? Well, so what I mean is like, if you're in the question and you follow the energy. Also wenn du ständig in der Frage bist und lebst und du folgst der Energie. Without a definition. Ohne Definition. The greatest possibilities will show up for you. Dann können die großartigsten Möglichkeiten sich für dich zeigen. If you focus. We're not married, so I'm still listening to you. Ah, yes. Wir sind nicht verheiratet, deswegen höre ich ihm auch noch zu. Immer noch. The only woman. No, I'm joking. Die einzige Frau. And the thing is, so if you focus on result, wenn du auf Resultate fokussiert bist, there's only two things you'll ever receive. Kannst du nur zwei Dinge empfangen. There's judgment. Bewertungen. And failure. Und Versagen. Yeah. Wow. Isn't that amazing? Isn't this amazing? So alles, was das ist, überall, wo du fokussiert bist. Und du zweitens. I don't want to know where this conversation is going. Das ist aber jetzt deine Fantasy. Well, that's your fantasy right now with these two things. Okay. Fingern, ja. Also, wir sprechen hier über Reichtum. It's about wealth, okay? So, alles, was das ist für dich, überall, wo du nur zwei Dinge empfangen kannst, Bewertungen und Versagen, mit dem Fokussieren, das du kreierst, wirst du das bitte zerstören und kreieren. And right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shirts, boys, and girls, yeah? Go. So interesting, Steve Jobs, he spent, I think it was 70 million US dollars. Ich glaube, dass Steve Jobs hat 70 Millionen Dollar, US-Dollar, verwendet. On a project. Also für ein Projekt. And then he got the idea for the iPhone. Und dann erst die Idee gehabt vom iPhone. He scrapped that whole project and moved to the iPhone. Er hat das ganze 70 Millionen Projekt einfach losgelassen und dann hat er sich aufs iPhone fokussiert oder nicht, du hast es gewählt. Ist das geil? Wahnsinn. So this is actually amazing to
to the willingness to let go of things where you have an awareness, this is actually not creating a future. Well, it's... So diese Willigkeit, I'm just translating myself. So yeah. Diese Willigkeit, auch Dinge loszulassen, die du kreiert hast, wo du schon viel Energie draufgelegt hast oder Geld, wo du auch spürst, okay, Moment mal, da ist was anderes, das meine Zukunft kreiert. Mehr als das andere, das Erste. Ne? So it is following the future, but it's again not following a result. So es geht darum, die Zukunft zu kreieren oder Zukunft zu folgen, anstatt ein Resultat zu kreieren. Because you're able to pivot when the energy changes. What's pivot? Change direction. So du hast einfach die Fähigkeit, ständig die Richtung zu ändern. Und flexibel. Yeah, I like that, because you're flexible. Du bist einfach flexibel, ne? And because if you have a result, like this is like you've said, okay, this is the project. I've spent $70 million on this project. I have to pursue it. Also diese fixe Idee und Ansicht, die man dann hat, okay, jetzt habe ich schon so viel Zeit und 70 Millionen Dollar verwendet, um dieses Projekt auf die Beine zu stellen. Jetzt muss ich dem folgen, weil jetzt habe ich ja schon so viel verwendet. So, welchen Projekten, welchen Dingen, welchen Menschen hältst du fest, die dich davon abhalten, deine Zukunft zu kreieren? Alles, was das ist, mal Gott sei Dank, wirst du das bitte zerstören und kreieren. Right, wrong, good, bad, pork, all nine shorts, boys and beyond. So I just said, which people, who, what are you holding on to that keeps you from creating your future? Yes, brilliant. And well, I have my moments. You see, I don't have the clapping hands tonight. No, we should have them. Yeah. So what I'm going to do is I'm going to do a little bit of research and get you all the projects that have been created by accident, and we can send it with the link. Yay! So hat gerade gesagt, macht ein bisschen eine Untersuchung, ne, ein Research, und schaut, welche Dinge in der Welt für uns so normal sind, weltweit, die von Zufall heraus kreiert worden sind, und dann schickt er sie uns gemeinsam mit diesem Audio als Inspiration. So welche Kreationen warten darauf, von dir verwirklicht zu werden, die dein Leben erweitern und die den Reichtum kreieren, der auf dich wartet? Alles, was nicht erlaubt, dass du das mit Leichtigkeit wahrnimmst, empfängst und weißt, willst du das bitte zerstören und kreieren? Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shorts, boys and beyond. So, wenn du nichts anderes von diesem Hänger, also diesem Zoom-Dingeling heute mitnimmst, als, he likes that word, Schakalaka-Dingeling, dann so vielleicht sich bewusst zu werden, wo überall hast du Fokus, ja, wo überall versuchst du ein Resultat zu erzielen, wo du dir eigentlich mehr im Weg stehst. Und was sind die Möglichkeiten, dass du deinen Fokus einfach auf einen größeren Raum auserweiterst, wo du viel mehr Information und Gewahrsein empfangen kannst über die Dinge, die wirklich darauf warten, von dir verwirklicht zu werden, die dir auch Geld bringen, die dir mehr Freude bringen. Und eine der Energien, die wir da auch beim letzten englischen Hangout hochgebracht haben, der Georg und ich haben am Montag ein englisches Hangout gehabt, ein Hangout-Dingeling, und da haben wir sehr viel über diese Energie von Freude und Leichtigkeit gesprochen, von der sowieso niemand was wissen will. Weil Freude und Leichtigkeit, denkt man sich, ja, aber da kommt ja nichts davon. Ja, also, wenn ich mich jetzt den ganzen Tag so mal dumm freue und glücklich bin und happy herumhupfe, was soll denn da kommen? Ne? Und jetzt kommt meine, ist lustig, genau jetzt ist mein Internet instabil. Du magst auch keine Freude, gell, Internet, alles, was das ist, willst du das bitte poddenpocken, danke. So diese Freude und Leichtigkeit, das ist in unserer Welt so, wo man von anderen hört, na, und was hast du jetzt davon? Na, und hast jetzt mehr Kunden von der Leichtigkeit? Kannst du was kaufen von der Freude? Alles, was das ist, mal Gott zu dir und wird es bitte zerstören und kreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shorts, boys, they laugh because I'm really funny in German. You're just brilliant in every language. Oh, thank you. Er sagt, ich bin genial in jeder Sprache. Oh, thank you, Graham. The one thing that I also found that shifted a lot for me with this kind of conversation. Was ich auch gefunden habe, was sehr viel in meiner Welt verändert hat, was dieses Gespräch betrifft.
was to give up all the brilliant ideas I had in the past that I thought was going to make me money. Das war nämlich genau, alle genialen Ideen loszulassen, von denen ich dachte, dass sie mir in der Zukunft Geld bringen. And the previous lifetimes, were you still waiting for money for your brilliant ideas? So alle früheren Lebenszeiten, wo du geniale Ideen hattest, wo du immer noch darauf wartest, dass dir das endlich Geld bringt. Will you return them to someone you don't like and pock and pod them? Wirst du das bitte zu jemanden schicken, den du nicht magst, und es pod pocken? Right, wrong, good, bad, pod pock, all that shit, boys and beyond. I love it. Yeah. I love it. Und so noch einmal diese Energie von, was jetzt so gerade auch beim Graham hochkommt. Graham hat übrigens einen geilen Humor. I just said you have an amazing humor. I love it. Manchmal sitzen wir einfach und lachen, wir wissen nicht warum. Sometimes we just sit somewhere and we laugh and no, like we don't really know why. We just like, life is so funny. Das Leben ist so lustig. So auch diese Leichtigkeit und der Raum, das ist so eine geile Energie, wo du dich von diesem Fokus wegbringst. So zum Beispiel, ja? So, example. This morning, I had a big, big, big list. I'm just speaking English. Ich wollte eigentlich Deutsch sprechen. So, diesen Morgen hatte ich eine riesengroße Liste an Dingen, die ich tun hätte machen sollen, ja? Also, mein Leben ist einfach voll mit Dingen. Ich habe viele Projekte, ich habe jedes Wochenende irgendwo einen Kurs, dazwischen muss ich mein Business auch noch runnen und dann sind jeden Abend Zooms, Interviews, Radioshows, Meetings, also es ist einfach nur voll. Und dann saß ich in der Früh und dachte mir, okay, yep, was ist alles zu tun? Bam, 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 bam. Und dann irgendwo dachte ich mir, hey, wo ist die Energie von Kreation? Es ruft gerade der liebe Gott an oder irgendwas. Hello. So, wo ist die, wo, hello? Graham, hello. Hello, Graham, how are you doing? What do you want to do later after this Zoom hangout? Ding-a-ding. Knock-knock. Okay, we're really silly. Wir sind echt komisch. So, und dann dachte ich mir, wo ist diese And now it stopped. It worked. Es hat gerade aufgehört. Was auch immer, es funktioniert. We're going to do this next time too, okay? So, was diese Kreationsenergie hat einfach irgendwo gefehlt, diese Lebenskraft, diese Freude, diese, weißt du, wenn man ein Projekt hat und man freut sich und man ist schon so aufgeregt drauf und man spürt schon, welche Zukunft das kreiert, das war nicht da. Und man dachte, weißt du was, ich lasse jetzt einmal alles, so, und mir zu erlauben und mich zu trauen, von dieser To-Do-List wegzugehen. Und dann dachte ich mir, was kann ich jetzt machen, dass diese Lebensfreude kreiert und dass die Projekte, die ich gerne habe, auch megamäßig in die Zukunft hinaus erweitern. Und dann war ich Skifahren. War ich draußen. Und es war so ein schöner Tag heute und der Schnee und die Berge und die Natur hat so eine Kreationsenergie, ja, falls ich mal aufgefallen ist, ja. Also das so eine Lebenskraft. Und dann dachte ich, okay, so, was sind die Möglichkeiten, dass ich diese Energie wieder in mein Business und mein Leben einlade? Und dann habe ich eine Session gehabt und dann habe ich meine Projekte am Abend weitergeführt und das war eine ganz andere Qualität und ich habe gespürt, dass es eine ganz andere Zukunft kreiert. So, überall, wo du dich lieber in deinen To-Do-Listen verirrst, anstatt die Energien einlädst, die wirklich deine Zukunft kreiert, so wie sie für dich funktioniert, wirst du das bitte zerstören und kreieren. My God, to Leonin, right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shirts, boys and girls. So, hier ist die Einladung. Anstatt fokussieren auf, was muss ich tun, ja, da schaust du nämlich immer auf den Mangel und du schaust immer auf die Signifikanz und auf, was du tun musst. Welche Energien kann ich einladen, die vielleicht in dem Moment keinen Sinn machen, weil man denkt, was hat Skifahren mit Business und Kreation zu tun? Sehr viel. So, welche Energien kann ich einladen, die Zukunft kreieren, die für mich funktioniert? Ja, so alles, was das nicht erlaubt, wird es bitte zerstören und kreieren. Hi, right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shirts, boys, mions. Merlin in the house, whoop, whoop. Danke dir. Dankeschön. Ich habe gerade Weinnachschub bekommen. So, das geht schon. Ja, gerne. Nimmst du nur. Sorry, I'm just having a steak. That's a pragmatic futurist. Get someone else to bring you wine.
Das ist, wenn man ein pragmatischer Zukünftler ist, da hat man jemanden anderen, der einen Wein bringt. Well, especially when they're cute boys. Sorry. Und ein süßer Bub noch dazu, natürlich, ist so. Yeah, so I just talked about like having a to-do list and like focusing on what you have to do rather than adding those energies that truly create the future that works for you. Weil pragmatische Zukunft heißt ja, dass pragmatisch bedeutet das, was für dich funktioniert. So überall, wo ihr lieber das tut, was ihr tun sollt, anstatt euch Klarheit zu verschaffen, was dir wirklich Spaß macht und was wirklich deine Zukunft kreiert. Willst du das bitte zerstören und kreieren? Right, wrong, good, bad, fort, park, all nine shirts, boys, meons, Graham, go. Like an interesting, I would say, tool, if you would like to learn how to create the future differently, like you're talking about. So ein Werkzeug, das du verwenden kannst, um deine Zukunft anders zu kreieren, als das, also wie wir jetzt gerade drüber sprechen, ist, like you say, don't have a list. Ask the energies to show up. So hab eben gar keine Liste und frag die Energien, sich zu zeigen. Because even if you come up with an idea that will be quite creative and generative now. Also auch wenn du eine Idee hast, die sich gerade so sehr kreativ und expansiv anfühlt. What we as humanoids do, we put it on paper. Was wir als Humanoids oft machen, ist, dass wir es auf ein Papier schreiben. And consider that creation. Und dann glauben wir, jetzt haben wir es kreiert. Fatma freut sich. Fatma ist like, yay! Are you talking about me? Sprichst du über mich? So, like, what I found is, I very rarely write things down. But was ich oft mache, ich schreibe eben ganz, ganz selten nur Dinge nieder. But they never disappear. They show up when they're ready. Aber die Sache ist, die verschwinden nie, sondern die kommen und zeigen sich, wenn die Zeit dafür ist. And a part of being a pragmatic futurist. Und ein pragmatischer Zukünftler, ein pragmatic futurist zu sein, is allowing these ideas to create themselves. Ist diesen Ideen die Erlaubnis zu geben, dass sie sich selber kreieren dürfen. And that can take 10 seconds to 3 years or 5 years, as an example. Und das kann alles dauern von 10 Sekunden bis 3 Jahren, bis 10 Jahren. And this is why you've got to keep adding to your life, not focusing on one or two things. Und deswegen musst du ständig neue Dinge zu deinem Leben hinzufügen, anstatt auf eine Sache nur zu fokussieren. So, wie viele von euch bremsen eure Zukunftskreationen, indem ihr nur auf eine einzige Sache fokussiert? Und dann auf die nächste und dann auf die nächste. Alles, was das ist, mal Gottillionen, wird es bitte zerstören und kreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shirts, boys, and beyond. So die Frage ist, was und wen kann ich noch zu meinem Leben hinzufügen? Ja, und das sind immer so die Geschichten, aber ich krieg nichts fertiggestellt. Ich kann nichts fertig machen. Und ich habe letztens eine Session mit jemandem gehabt, wo genau das Thema war. Nämlich, ich krieg nie was fertig gemacht. Ich fange immer nur lieber Projekte an, aber ich führe sie nie fertig. Ja? Und dann war es so, okay, so wie viele Projekte müsstest du im Laufen haben, um eines davon halb fertig oder ganz fertig zu bringen? Ja, so wie viele Projekte müsstet ihr im Laufen haben, um nicht mehr gelangweilt zu sein und um keinen Blödsinn mehr zu kreieren? Als Humanoid will man immer irgendwas kreieren und wenn man nicht genug im Gang hat, dann kreiert man halt lieber einen Blödsinn oder eine blöde Streiterei oder Mangel an Geld oder irgendeine Begrenzung, damit man halt was zu tun hat. So was müsstet ihr, wie viele Projekte müsstet ihr gleichzeitig im Laufen haben, um nicht auf blöde Ideen zu kommen? Alles, was das nicht erlaubt, wird es bitte zerstören und kreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shirts, boys and beyonds. I think it was it Picasso? I mean, I could be wrong about it. Ich glaube, es war der Picasso, aber ich bin mir nicht sicher. He painted 365 paintings a year. Wow, der hat 365 Werke im Jahr gemalt. I think it was round about those numbers. But he would do things. Sorry, he would do things when the painting asked the energy, and you would have 20 to 30 or something on at the same time.
Also er hat einfach die Energie gefragt von diesen Zeichnungen und er hat, glaube ich, 20, 30 Zeichnungen gleichzeitig im Gang gehabt und gezeichnet. And that's why it looks like his painting's never finished. No, I'm joking. Yes. Und deswegen schaut es so aus, dass seine Zeichnungen nie vollendet sein. Nein, nicht nur. Yeah, but if you look at how he created that, it wasn't focus. It was, where's the energy? Also er hat, so wie die Zeichnungen kreiert worden sind, also er fokussiert nicht, sondern er schaut einfach, okay, wo ist die Energie, wo ist das Nächste, das meine Aufmerksamkeit braucht. Yeah, and I think one of the biggest lies that we've ever bought is there's such a thing as completion. Und ich glaube, die eine der größten Lügen, die wir abgekauft haben, ist, dass es sowas gibt wie etwas fertig zu bringen. So, yeah, and the question is, can you really ever complete anything? Can you ever complete an energy? Also gibt es da wirklich etwas, das man fertigstellen kann? Kann man jemals irgendeine Energie fertigstellen? Oder ist das, wenn du zum nächsten Projekt gehst, einfach nur eine Wahl? Or is it just a choice to go on to the next project? Well, you know, even in business, if you look at it, when you're trying to create clients as an example. When you trying to create what? Clients. Oh, sogar auch im Business, wenn man versucht, mehr Klienten zu kriegen. Everyone gives up on the no and they leave that person behind. I don't understand what and what no. So, like, what I mean by that is when, like, you're trying to say, for example, sell a product or bring someone to a foundation class and they say no. Uh-huh. You stop communicating with them. But that's avoiding the future. Ah, okay. So, also wenn du einen Klienten haben möchtest für irgendein Projekt oder einen Kurs und so weiter und die sagen nein und du dann einfach das Nein lässt, ja, und dann aufhörst, mit denen zu kommunizieren oder mit denen zu kreieren, dann vermeidest du deine Zukunft. So, überall, wo ihr das Nein als absolutes Nein und Beendigung und fertig kreiert habt, alles und alle, die ihr ausgeschlossen habt aus eurem Leben, nachdem ihr Nein bekommen habt, das euch davon abhält, eure Zukunft zu kreieren, werdet das bitte mal Gott zu Leonen zerstören und kreieren. Wow! Right, wrong, good, bad, pop, pop, all nine shirts, boys and beyonds. Nein ist nur eine interessante Ansicht. Wenn jemand zu dir Nein sagt, okay, so wie kleine Kinder, wenn ein Kind sagt, oh, spielst du mit mir? Und du sagst Nein, was macht das Kind? Ja, das ist mir ziemlich hübsch wurscht, dass du mir gerade Nein gesagt hast. Ich probiere es noch einmal. Ja? Du bist immer noch ein potenzieller Spielkamerad, ob du es willst oder nicht. Ob du Nein sagst, ist mir vollkommen wurscht. Und dann trat sich dich halt so lang, bis du mal Jein oder Ja sagst. It's like with kids. Like, you are a potential toy, whether you want it or not. So if a kid comes and says, hey, I want to play with you, and you say no, it's like, oh, well, that's just an interesting point of view. I'm going to make you play with me. Ich bring dich dazu, mit mir zu spielen, ja? Das ist die Ansicht von einem Kind. So, überall, wo ihr das aufgegeben habt, everywhere you gave up that, wird ihr das bitte zerstören und kreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pork, all nine shirts, boys and beyonds. So, welche Energien habt ihr aus eurem Leben ausgeschlossen, die euch davon abhalten, eure Zukunft auf die Weise zu kreieren, wie es für dich funktioniert. So, what energies have you and are you excluding from your life that keeps you from creating a future that works for you? Yeah. And everything that is, alles was das ist, wird es bitte zerstören und kreieren. Right, and wrong, good, bad, pot, pork, all nine shirts, boys and girls, go. One of the major, major keys to creating a future is where you can start acknowledging. Ich war eine Ehefrau, ich habe nicht zugehört. I'll have to turn it up quickly. So I was saying, one of the major keys about being a pragmatic futurist and creating your future. Ein pragmatischer Zukünftler zu sein und deine Zukunft zu kreieren. Is to know that when there's a no in the universe, it's actually the gift that the universe is giving you, not a wrongness. So, das zu wissen, dass jedes Nein ein Geschenk ist und nicht etwas Falsches. Because if you never give up, never give in, never quit. So, wenn du niemals aufgibst, niemals aufhörst und einfach weitermachst. That no, 99.9% of the time, opens a door to a greater possibility. Dieses Nein
wird zu 99,99999% der Male zu einer großartigeren Möglichkeit führen. And it's actually sorry, go for it. No, you go. I was going to say, it's actually the universe looking after you. Und das ist eigentlich dort, wo das Universum für dich da ist. Wow. Ist das geilikus? Ist was da? Whoop, whoop. I just said, wow, I'm just cheering. And just like one of the plays that I love giving people at my class, and so eine der Spiele, die Menschen gebe bei meinen Kursen, ist vor allem bei den Right Voice for You Kursen, also ist, dass man am Abend, also das sind immer so 2,5-Tageskurse und so ein Abendspiel ist dann immer vom nächsten Tag, dass die Leute mindestens 3 Neins sich holen müssen. Das heißt, sie müssen irgendwelche Fragen stellen, also an Menschen, die nicht im Kurs sind, die um ein Nein zu bekommen. Das heißt, sie sind dann immer ganz kreativ. Da gehen sie dann oft in ein Restaurant und dann sagen sie mal, Herr lieber Kellner, würden Sie mir heute das Essen gratis schenken? Und sie sind sich, also solche Fragen zu stellen, wo man sicher ist, ein Nein zu bekommen, ja, weil viele Menschen sind nicht willig, ein Nein zu empfangen und stellen eben genau nicht die Fragen, wo sie sich vorstellen können, dass sie ein Nein bekommen. Und das begrenzt das Empfangen sowas von. Und dann ist eben diese Übung, sie müssen bis zum nächsten Tag 3 Neins bekommen, ja. Das ist einfach so. Um diesen Kurs zu absolvieren, das muss sein. I'm just kidding. Dann kommen die immer auf die geilsten Ideen von, ob sie zum Essen eingeladen werden. Eine hat schon mal gefragt, darf ich ihre Schuhe ausprobieren? Darf ich den Teller mitnehmen, von dem ich gegessen habe im Restaurant? Und wisst ihr was? Keiner hat geschafft, ein Nein zu bekommen. Es ist sowas von cool. Weil die Sache, wenn du willig bist, ein Nein zu empfangen, öffnen sich Tore, die du dir gar nicht vorstellen kannst. I think you have to change it. Yeah, go. You have to have 9 nines. 9 nines. 9 nines. I love your humor. Das kann ich jetzt nicht übersetzen. Einfach lachen. So, es war urlustig. Like another really cool tool, right? Is if noch you're ein in a geiles Werkzeug, wenn du in einem Business bist. Or you've had relationships. Oder du warst vielleicht mal in einer Beziehung, kommt in den besten Häusern vor. Look back 6 months to whenever it is a couple of years. To where you got a no from either clients or people. Dann schau in den letzten 6 Monaten oder Jahr, wo du mal ein Nein bekommen hast von dieser Beziehungsperson oder von deinen Klienten, wenn es Business ist. And look at where those clients are now or those potential people are now. Und schau dir an, wo diese Menschen oder Klienten jetzt sind. And would you really want them as a client or as a partner? Und möchtest du diese Klienten und Menschen wirklich als Partner haben? So, this is where you can start acknowledging where the universe has been your gift. So, und da kannst du vielleicht anerkennen, ob das Universum nicht vielleicht doch wirklich ein Geschenk für dich ist und dir dein Leben erleichtert. Ist das geil? Das ist frying people's brains. Das ist gerade so ein Gehirnfrittierer, ne? was da gerade gesagt wird, oder? Ja, so geil. Huh? Yeah, but it fries people's brains. Aber es frittiert gerade die Gehirne. You just have fried brains. That's what's going on. So you might want to say more about this. And a fried cat. it's so like, you know, I look at it where... Fried pussy. I'm sorry, it's my brain. Never mind. I didn't... You know, sometimes you just shut up. Shut up, Susanna. Sometimes the English doesn't translate so well. Manchmal kann man einfach nicht übersetzen, was vom Englischen kommt. You know, like... Get Saskia. Whenever I've got really excited about a big potential client... Wann auch immer ich mega aufgeregt war über einen potenziellen Klienten... And excitement is a whole conversation on its own anyway. Also das mit der Aufregung, das kann man anderes mal besprechen, das ist ein eigenes Kapitel. But that client didn't work out or didn't become a client. Und dann ist vielleicht dieser potenzielle Klient eben nicht ein Klient geworden. After that I watched how they were as a business and how they were as people. Und dann habe ich mir diese Leute eben nochmal extra angeschaut, wie die als Menschen waren oder als Businessmenschen waren.
And I realized that I would have actually hated to have them as a client. Und dann habe ich realisiert, dass ich eigentlich gehasst hätte, diese Menschen als Klienten zu haben. So the no was the gift. So das Nein in dem Fall war das Geschenk. Macht das Sinn? Okay. I'm just asking if that makes sense. Yeah. Yeah. Okay, cool. So just one thing I want to add about this is creating just like last conversation about this is one of the things that I realized lately is the thing of creating the future or solidifying the future. So eines der Dinge, die mir in letzter Zeit so bewusst geworden ist, ist dieser Unterschied zwischen deine Zukunft wirklich zu kreieren und deine Zukunft zu verfestigen. Zum Beispiel, ich habe jetzt zum Beispiel ich bin jetzt im Allgäu und wir haben gerade pragmatische Psychologie hier gehabt, dieses Wochenende und Being You. Und so die Idee war, dass ich, und ein paar von euch sind hier, das freut mich überhaupt. Yay, Allgäu! Und dann war eben so die Idee, dass ich jetzt, was haben wir heute für einen Tag? Mittwoch oder so? Dass Montag, Dienstag und Mittwoch hätte ich meine Eltern zum Skifahren hier eingeladen. Und die hätten am Sonntag jetzt schon herfahren sollen. Und dann schreibt mir der Papa am Sonntagnachmittag ein SMS, dass er sich einen Fuß gebrochen hat und jetzt im Spital liegt und eben nicht kommen kann. Und in meiner Welt, das war am Sonntagabend so, oder was am Sonntagabend, weiß nicht mehr, glaube ich, so gerade voll der geile Kurs, wow, voll viel Veränderung, Leute voll begeistert, whoop, whoop. Und dann kriege ich dieses SMS und plötzlich macht meine Welt so. Und ich denke mal so, was ist das, wer bin ich da gerade, was ist das, dass es das Ganze so schwer macht. Und wir Freunde und ich darüber gesprochen und haben dieses Gewahrsein gehabt, wow, okay, so da war eine Ansicht von, wie die Zukunft ausschauen soll. So da war so eine Erwartungshaltung, ah wow, diese 3 Tage werden so cool mit meinen Eltern, wir haben ja normalerweise sowieso keine Zeit füreinander, weil ich ständig unterwegs bin und da hätten wir mal richtig geil 3 Tage miteinander und Skifahren und Sonne und geile Kurs und sonstiges. Und dann kommt dieses SMS und diese ganze festigte Zukunft, diese ganzen Erwartungen, wie diese 3 Tage ausschauen sollen, waren plötzlich, ja. Und dann, weil ich ja schon so lange Access mache, bin ich ja auf die geniale Idee gekommen, passt auf, seid ihr bereit, eine Frage zu stellen. Ja, Frau Mitarbeiter hat manchmal so ein bisschen gescheite Momente. Und die Frage war, Trommelwirbel, wem gehört das? Boah, Wahnsinn. Und dann war das eben nicht meines. Und dann rufe ich die Mama an und sie so, boah, scheiße und was da alles. Und dann war das eben, die Mama hat sich sowas von geärgert, dass jetzt der blöde Papa diesen Fuß da jetzt gebrochen hat und dass jetzt dieser Urlaub mit der Tochter nichts wird. Und das war dann diese, und worüber wir dann gesprochen haben, ist diese Erwartungshaltung, die man hat, dass die Zukunft auf eine gewisse Weise ausschauen soll, ne? Also auf etwas, das man sich freut und dann schon ein gewisses Resultat und dann werden wir das machen und dann werden wir das machen. Und das sind so die Momente, wo man die Zukunft verfestigt. Und wenn es dann nicht wird, wie man sich's vorgestellt hat, na, pff, dann ist ja, ja, wisst ihr, wie das ist. Na, kennt ihr das vielleicht? Ist vielleicht euch auch schon einmal so passiert. Und das ist natürlich dann weniger cool. Und so das ist ein Beispiel, die Zukunft zu verfestigen. So was wir hier einladen, um eine Zukunft zu kreieren, die wirklich funktioniert, ist total so, hey, was ist möglich? Was kann ich sein, um die Zukunft zu kreieren, die über meine Vorstellung hinausgeht? Und dann kommen Möglichkeiten rein, die sind unglaublich. So was ich dann gemacht habe mit diesem Geschichtel da, wo diese Zukunft so verfestigt war. Erstens mal habe ich alles gepockt und pockt, alles, was ich da mitgespielt habe an Verfestigung und Erwartungen und so weiter. Und dann habe ich einfach gefragt, okay, so wie kann ich diese Verfestigung jetzt in eine Möglichkeit umwandeln? Ja, was ist richtig daran, dass ich noch nicht abgecheckt habe? Was ist jetzt möglich, das vorher nicht möglich war?
Und in dem Moment habe ich gespürt, wie diese verfestigte Zukunft, da war plötzlich voll viel Bewegung drinnen. Und diese 3 Tage, also es war jetzt Montag, Dienstag, Mittwoch, waren sowas von genial. Ich habe Leute kennengelernt, ja. Ich habe neue Kreationsideen gehabt. Ich habe Zeit gehabt für mich auf eine Weise, wie ich es normalerweise nicht habe. Und es war sowas von cool. Mein Vater hat ein neues Gewahrsein. Meine Mutter, die Beziehung, die haben jetzt, dadurch, dass der Papa jetzt da zu Hause ist mit dem gebrochenen Füßli, haben die jetzt eine ganz andere Möglichkeit, was füreinander und miteinander zu entdecken. Und es ist so cool, was daraus jetzt entsteht, allein mit dieser Frage, welche Bewegung kann ich in diese Zukunft hineinbringen und was ist jetzt möglich? Ja, so alle Zukunft, die ihr, also überall, wo alle Projektionen, Erwartungen und Bewertungen, die ihr auf die Zukunft projiziert, die Zukunft verfestigen, anstatt Bewegung reinbringt, lässt es bitte zerstören und kreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shots, boys and yarns. So, was ihr machen könnt, ja, alle Projektionen, Erwartungen, Separationen und Bewertungen, die ich auf meine Zukunft habe, die meine Zukunft verfestigt, anstatt kreiert, zerstören und kreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shots, boys and yarns. Das ist das Gleiche, wie wenn du einen Kurs angesetzt hast und du stellst dir schon vor, wie viele Kunden das sind und wie das sein wird, wenn du den Kurs hältst und wie viel Geld du da machen wirst. Das sind alles die Projektionen, wo du deine Zukunft verfestigst. Und dann wunderst du dich, warum die Leute plötzlich abspringen, 5 Minuten davor. Ja, weil du, wenn du die Zukunft verfestigst, sie zerstörst, anstatt sie zu kreieren. Okay? Alles, was das ist, wird es bitte zerstören und kreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shirts, boys and beyonds. I had these brilliant images of you being very upset and you're still going to go skiing with your parents. So you started skiing in their house. So what? I went what? You were skiing in the house, down the passage. I can't translate it. I don't get it. If they're not going to ski with you, you're going to ski with them in the house. Oh, okay. Da hast du dieses Bild gehabt. Dass ich dann voll angefressen war, weil das nichts geworden ist. Und wenn wir nicht miteinander Ski fahren, dann nehme ich meine Ski und wir fahren im Haus Ski. Wie geil ist das? But that's so much the energy of, you know, we're trying to force something into existence. Das ist so die Energie, die man oft versucht, wo man etwas versucht zu erzwingen, anstatt zu erlauben. Hey, I think we've fried people enough for today. Ich glaube, wir haben heute genug kreiert schon. Die Katze hat schon genug. Ich hoffe, das hat euch beigetragen. I hope this is a contribution to all of you. Ihr kriegt alle die Aufnahme, weil ich glaube, da ist recht viel drinnen, wo man sich das nochmal anhören kann und das natürlich in seiner Welt noch mehr integrieren und vertiefen kann. Und wir haben... Vielleicht machen wir noch mehrere solche Pragmatic Futurist Hangouts. Mal schauen, wäre das was vielleicht? Da freuen wir uns auf euer Feedback, ob euch das beiträgt zu anderen Themen. Also diese Zukunftskreation und dieses Zukunftsgespräch, das ist gerade so megamäßig in der Luft, mehr als je zuvor. Und das spüre ich in jedem Kurs, dass es einfach jetzt gerade voll das Thema ist. Und wenn es euch interessiert, der Graham und ich machen gemeinsam einen Kurs, und zwar in Wien. Irgendwann, weiß ich nicht das Datum, eigentlich muss ich ehrlich sagen. Also einen 2-Tages-Kurs, Pragmatic Futurist. Natürlich sprechen wir da Englisch, aber die Saskia wird es auf Deutsch übersetzen, das Ganze. Und die Voraussetzungen dafür sind ein Foundation-Kurs im letzten halben Jahr. Danke, Saskia. 8. und 9. April in Wien. Und die Voraussetzungen sind ein Foundation-Kurs in den letzten 12 Monaten oder ein pragmatischer Psychologie-Kurs. So pragmatische Psychologie haben wir in Wien auch. Und zwar, weiß ich nicht Datum, davor. Und das wird ein internationaler pragmatischer Psychologiekurs. Der ist 2,5 Tage, hat keine Voraussetzungen und ist, glaube ich, schätz mal, danke Saskia, 5. bis 7. April. Das ist so geil. Ich glaube, wir teilen ein Gehirn. Ist das cool? Und der ist auch auf Englisch, wird aber auf Deutsch übersetzt. Also wenn ihr noch Voraussetzungen braucht, dann habt ihr den. Und der Graham und ich haben im Moment noch nicht vor, einen 2. Pragmatic Futurist zu machen, weil ich schon die Frage gekriegt habe, ob das noch einmal kommt. Nein, im Moment haben wir das nicht vor. Das ist also jetzt mal eine einzigartige Möglichkeit. Und worum es da auch geht, ist also Zukunft zu kreieren, aber auch
mit sehr auch mit dem Dings davon Bereich auch Business, weil ich weiß, der Graham hat so eine unglaubliche Gewahrsein, was Business kreiert und Nachhaltigkeit mit Business zu kreieren. Graham, can you just shortly say something about pragmatic futurist business sustainability? Like, I love what you always say, something brilliant. No pressure. no pressure. Well, yeah, I mean, if you have your life as your business and your business as your life, then every choice. My brain is right. Hold on. So, wannst dein Leben als dein Business hast, also wenn du dein Leben als dein Business hast, anstatt dein Business als dein Leben, ja. Then every choice you make. Dann jede Wahl, die du machst. Can be the profit of your future. Kann der Profit deiner Zukunft sein. Yes, but it takes a different way of functioning today. Aber du musst willig sein, heute anders zu funktionieren. For you to really create what you'd like your life to be. Um wirklich das zu kreieren, was deine Zukunft kreiert. And it really is looking at every area of your life as a business. Und auch wirklich jeden Bereich deines Lebens als Business zu sehen und anzuerkennen. Yeah. I love it. Und auch, es ist ja auch dieses Ding, wenn ihr euch anschaut, wie die Firmen heutzutage kreiert werden, welche Firmen sind nachhaltig und haben wirklich kreieren für die Zukunft, das heißt, wo sie auch eine Nachhaltigkeit haben, für sich und für die Welt. Das heißt, auch zu schauen, okay, auch wenn man ein kleines Business hat, ja, also wenn du ein Ein-Mann-Business bist, wenn du eine andere Perspektive hast, was das betrifft, wie erfolgreicher könntest du sein, wie größer könntest du kreieren, das für dich größer und für die Welt größer kreieren. Also einfach ein ganz andere Perspektive im Sinne von wohlwollenden Kapitalismus. Geld und für die Welt kreieren. Beides, nicht entweder oder. So, das ist auch so ein Thema, das da besprochen wird. So, wir freuen uns, wenn ihr dabei sein wollt, wenn ihr Fragen habt, die super mega Doris ist da für euch auch der Ansprechpartner. Die, bei mir ist sie da oben, so. Oder so ist, bei mir ist die Dore so. Und die Saskia übersetzt, und bei dir ist sie so, warte mal, die Saskia übersetzt diesen Kurs und wir freuen uns schon riesig. Und sonst werden wir vielleicht, wenn wir Lust haben, noch mehrere Hangouts und Zooms haben. Und wir hoffen, das war für euch heute ein Beitrag. Alles Liebe, Busseln, Kisses. Und danke fürs Dabeisein. Ihr seid ein Wahnsinn. Goodbye.